Willkommen zur nächsten Folge. Wir sind Feuer und Flamme dabei. Und für uns sind es nur wirklich diesmal mal eine Minute, zwei Minuten Päuschen gewesen, aber für euch weiß ich nicht, wie lang. Zwei Tage. Bis zur nächsten, zwei, drei, acht Tage. Und ja, wir sind immer noch fleißig am Fixen, beziehungsweise nicht wir, sondern eigentlich der. Na, ich sehe nichts mehr. Der Andi, unser Teamler, der ja sein Haus wieder hinbekommen hat, aber hier, er hört uns und deswegen, du, da unten brennt's immer noch, ne? Ah, ich glaube, er macht gerade Wasser. Er macht gerade Wasser. Er lässt gerade Wasser laufen. Ist der Jesus? Er ist der Krösus. Ah ja, stimmt. Er hat doch am meisten Geld von uns. Stimmt. Ich werde gerade mit roten Rosen versuchen, die Lava aufzuhalten. Ja, guck's dir an, es funktioniert sogar ein bisschen. Ich hab ein bisschen was. Ah, jetzt ist. Wie ist immer noch Lavastrom? Ja, ich bin gerade da dran am Kämpfen, aber es geht nicht. Naja, auf jeden Fall. Au. Hast du mal die Totale gezeigt, was. Moment, ich muss mal hier. Was daraus jetzt eigentlich geworden ist? Ja, ab und zu. Ich hab halt. Kurz immer gezeigt. Aber der Lavastrom ist da unten immer noch. Es ist die Ausgeburt der, weiß ich nicht. Hölle? Magma? Hallo? Ja, Lava ist immer noch da unten und das fackelt so langsam, aber sicher gen Jans Haus. Ja. Das ist nicht schön. Ich rette es mit Milch. Jeder weiß, dass Lava ganz empfindlich auf Milch reagiert. Hier fackelt einfach alles ab, ne? Das ist unfair. Was? Ja, wenn du hier unten runter gehst, ist. Ich komm nicht mehr runter. Wo bin ich denn jetzt? Das Problem ist, wenn wir brennen und dann irgendwie an so einem Baum vorbeilaufen, dann brennt der, weil wir brennen. Oh, das Wasser. Wo kommt das Wasser her? Ach, der Jan ist hinter mir. Ja, ich will ja mal mein Häuschen retten. Ach Jan, da kann nichts brennen bei deinem Haus. Das ist alles aus nicht brennbaren Materialien. Selbst der Wolf brennt da hinten. Nö, er ist im Wasser, er brennt nicht. Kannst du mal aufhören, so viel Wasser zu spawnen? Das müssen wir auch loswerden. Wieso? Ich kann es hier wieder einsammeln. Schuhe. Blub, blub. Weg. Blub, blub. Weg ist es. Ist noch was? Blub, blub. Da, was machst du denn da? Ja, was soll ich wissen, dass da Lava ist? Dass da nur Lava ist? Lava, Lava, Lava. Oh, er mit seinem verkackten Wasser, ey. Nee, das hast du jetzt, glaube ich, nicht verstanden, denn. Oder? Lava, Lava, Lava? Ja. Ist das irgendein 80er-Hit? Ja. Nee. Eigentlich nicht. 90er ist es, glaube ich. Anfang 2000? Shaggy? Shaggy, sag mir was, aber deine Song jetzt gerade nicht, weil du ihn gerade richtig grottenschlecht nachgesungen hast. Mr. Lava Lava. Ach, das doch. Oh mein Gott, da kommt wieder runter. Was kommt runter? Die Lava. Die Lava. Wieso? Andi? Andi, wir müssen reden. Wir müssen reden. Jetzt kommt Wasser. Ja, ich hab Wasser drüber geschüttet. Ja, das ist, ich glaube, ich weiß, wie die Folge heißt. Schadensbegrenzung. Da ist immer noch Lava! Ich weiß jetzt schon, wie die Folge heißt. Ich habe ein Problem, die Folge zu benennen, aber diesmal kein Ding. Es ist gar nicht so einfach, ne? Da kommt immer noch Lava. Wo kommt denn da Lava her? Ich weiß nicht, was er gemacht hat. Ich weiß es nicht. Ich weiß wirklich nicht, was er gemacht hat. Ja, Andi, du kannst mal in den Thread von der Folge hier, kannst du ja mal ein Statement abgeben, was hier passiert ist. Ey, ohne Mist, mal einfach. Es ist überall Stein und trotzdem kommt Lava. Ich baue einfach mal alles ab jetzt hier. Nein, 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 hör auf. Mach schon das nur. Also das macht der Andi. Okay. Hier unten ist immer noch Lava. Was? Mr. Lava, Lava. Ach, das ist in der Mitte. Und dann breitet sich's dann aus, ja. Jetzt hab ich's auch verstanden. Die Lava breitet sich übrigens aus.
Ja, aber Feuer breitet sich nicht aus, sonst hätten wir jetzt schon den ganzen Wald nicht mehr gehabt, Jan. Das Sei freut dir mich, sicher. also Gott sei Dank. Ey, oh. Ich kann es im Das. Übrigen im Spiel ausmachen, glaube ich. Ja. Dass Lava sich ausbreitet. Ich wollte noch irgendwas. Feuer. Mr. Lover Lover und? Was war das andere? Ah, Scheiße. Du gemacht? Nichts. Was? Oh Gottes Willen. Bin ganz schlecht Was in ist das? Was ist das? Was ist das für ein Einrichtung eigentlich. Material? Das ist Seelensand. Ich wollte eigentlich Andys Lavastrom wiederherstellen hier vor seiner Hütte. Aber Hab's dann daneben gesetzt. Hab fast wieder alles abgefackelt. ist schlecht. Durchaus. So. Schadensminimierung abgeschlossen. Wirklich? Ich hoffe. Ich gehe mal zum. Guck, ich kann das sogar einstellen. Feuer breitet sich aus. Kann ich im Spiel machen. Ja, das Zu könntest du auch Spielern lassen. teleportieren. Geh weg. Ah, oh Gott, wo bin ich hier? Geh weg. Wo bin ich hier? Ich möchte doch nur Hallo sagen. Hallo Jan. Die User möchten dich sehen. Jan? Langsam umgedreht. Hier für dich. Und du bekommst natürlich noch So. Zack. Zack. okay, lassen wir die Jan in Ruhe und gehen wir wieder zum Genau, gute Idee. Andi. Aber du hattest Oh. mich in dem Vorgespräch, was es nicht gibt, hast du mich gefragt, was ich bräuchte, dass ich sauer werde. Wieso? Keine Ahnung. Ich ärgere dich ja immer und ich habe mich irgendwann gewundert, wann du sagst, ich soll mal die Schnauze halten. Halt die Schnauze. Gut, mach ich. Ach ja. Hier ist ein, wo ist er hin? Ein Wolf. Ich habe eine Idee. Ich verteile jetzt Blumentöpfe auf meinem. Lauf doch, wieso läuft er nicht? Ich krieg's nicht gebacken. Jetzt. Wann bin ich weit gelaufen? Tada, sieht schon wohnlicher aus. Glaube ich nicht. Ich bin mir ziemlich sicher. Auch Ich hier. nicht. Wundervoll. Oh, ich habe eine Idee. Hier mache ich. Es ist immer so karg, wenn man hier Rede mit langläuft. mir, was willst du machen? Ich möchte Blumentöpfe hier in die Ecke stellen und dann verschiedene Blumen da einsetzen. Wirklich nichts Besonderes. Das ist wirklich nichts Besonderes. Aber. So. Tada. Und jetzt möchte ich hier mal irgendwie so ein Schlafzimmer einrichten. Ich überlege mir jetzt irgendwie was. Damit es ein bisschen nach Schlafzimmer aussieht. Und dafür brauche ich erstmal ein Bett. Und dann brauche ich einen Holzblock. Den habe ich schon. Und diese Platten. Ich weiß nur immer nicht, wo diese Platten sind. Ich verliere die immer. Aus dem Auge, aus dem Sinn und schon sind sie weg. Yes. Wie Ken. Yes. Wie Ken. Yes. Ken. Wir den hier hin. Den. Oh ja, ich habe noch eine Idee. Könnte man das so? Ja, dann hat man es eingepackt. Und ich mache noch Wieso einen warst du nach eigentlich vorhin bei mir? Wolltest du Tisch. irgendwas Besonderes? Nein, ich wollte dich mal ins Bild bringen, weil du ja mal sagst, du bist nicht im Wilden. Da habe ich mir Ich bin auch überlegt, das ist selten im eigentlich Bild. sehr egoistisch von mir. Ich weiß.
Danke. Danke. Ich bestätige dich. Statt mal zu sagen, nein, Ivo. Ach, Quatsch. Schmarrn. Schmarrn, was ein Wort. Kaiserschmarrn. Nee, das kann ich gar nicht. Das gibt's manchmal bei uns als Mittagessen. Ja, aber das schmeckt mir nur in Österreich nach dem Skifahren. Da passt das hin. Aber ansonsten würde ich es auch nicht mögen. In Österreich nach dem Skifahren? Ja. Kaiserschmarrn. Was ist das denn eigentlich? Gerupfte Pfannkuchen. Gerupfte Pfannkuchen. Jo. Im Grunde schon. Tada. Ah! Warum ist hier... Hier ist Lava. Ich hab Lava gefunden. Ach so, oh Mann, ich dachte, das wäre von oben reingelaufen. Ich wollte es gerade... Er schreckt doch nicht so, Jan. Aber... Scheiße. Was ist denn los? Ja, das, was ich gebaut habe, wird gerade alles zerstört. Weil die Lava... Die User möchten es sehen. Ja. Hä? Ja. Wo war denn Lava, Alter? Ja, hier. Oh. Oh. Ja. Jan. Ja. Warum hast du es nochmal aufgemacht? Ja, weil ich es euch zeigen wollte, Idiot. Im Grunde kann ich alles nochmal neu bauen. Oh, warum machst du es wieder auf? Ja, weil ich durch wollte. Ich hoffe, das fuckert nicht ab, ey. Ja, aber was kann ich denn jetzt machen? Ich will das... Wolle brennt auch nicht, nein. Nein. Nein, aber absolut nicht. Darum geht's ja jetzt erstmal gar nicht. Wie kriege ich das denn jetzt hin, dass das... Bist du wieder weg? Ja. Achso, war langweilig. Ich überlasse dich deinem Schicksal. Wie kriege ich denn das hin, dass die Lava zu löschen, sodass ich... Ja, mit Wasser nur, aber das geht nicht. Idee. Was? Ja, wahrscheinlich nicht meine, für mich. Sondern einfach irgendwas. Ja. Nicht für dich. Nein, ich mach mir jetzt mit diesem Liegedings, wie du den auch hattest. Nachmachen. Voll nachgemacht, jo. Tada! Jetzt muss ich mal gucken, wo ich den Bilderrahmen finde. Ich muss jetzt echt Stück für Stück die Lava trockenlegen, ne? Ernsthaft? Ja, oder ich muss da einmal drumherum bauen. Das ist doch scheiße. So. Hier baue ich. Ich baue meine Lüge noch ein, dass ich Astronaut bin. In deine Lüge? Ja, ich hab mal wieder Pen and Paper zitiert. Achso. Ich such grad irgendwie was. Ach ja, genau, stimmt. Ich mach dir wieder nach, und zwar brauche ich eine Bibliothek. Oder zumindest ein paar Bücherregale, weil. Sag mal, kannst du eigentlich auch was Eigenes machen? Nein. Hab ich schon mal erwähnt, dass ich ultra unkreativ bin. Gut, dass wir beide Minecraft spielen. Ja, ne? Bin ich jetzt echt Knorke. Das ist auch ein Wort, das ich lange nicht mehr gehört habe. Am besten sagst du noch Dufte. Ups. Nee. Hey, das sieht gar nicht so... Ich wollte gerade sagen, das sieht gar nicht so cool aus. Das sieht gar nicht so gut aus. Da gebe ich dir auch vollkommen recht. Wow, ich finde das... wie das aussieht, wenn ich das hier so... Jo. Hast du eigentlich mal wieder zum Andi geguckt? Ja, ich war vorhin kurz bei ihm, als ich mich hinteleportiert habe. Soll ich nochmal hingehen? Meinst du, ich sollte... Meinst du? Du meinst, ja. Wäre mal eine Idee. Ist klar. Du ignorierst halt immer unsere Gäste. Er hat gerade... Oh, er hat... Wow. Er hat separiert. Aber jetzt mal ganz ehrlich,
hättest du das nicht auch einfach hinsetzen können? Jetzt die Frage, ob er was schreibt. Nee, er arbeitet. Okay. Ja, ich denke halt. Wow, das sind sogar Löcher in den. Hä? Wie hat er das denn gemacht? Löcher in den Stufen drin. Wo denn? Hier, guck. Wo? Hier sind zwei Löcher im Dach. Hä? Wie geht denn das? Steh ich auch nicht. Guck mal, ey, der Andreas ist ein Fuchs da. Wie hast du das gemacht? Von der anderen Seite nicht. Vielleicht sind die abgefackelt, so einzeln. Ich glaube eher nicht. Hä, wie hat er das gemacht? Ohne Witz jetzt. Hä? Da, schon wieder? Ist das... Hä? Ah! Okay. Ich weiß, wie er es gemacht hat. Und zwar, er hat er hat es gerade hier gezeigt nochmal. Das ist einfach nur, wenn man eine Stufe an die Ecke hinsetzt, ist das sozusagen so ein rundes, wie bei mir drüben auch. Smart! Phone. Ja, das stimmt. Wenn man die Stufe an der Ecke setzt, dann willst du wirklich so ein Ding. Ich hab's immer mit einem. Ja, ja, also das habe ich ja bei mir auch drüben gemacht, aber wow. Daran habe ich nicht gedacht, dass das da natürlich dann so auch geht. Und ich hab's hier voll blöd gemacht. Ach, ich lasse es jetzt Ecke so sein. Bei dir drüben? Ja. Das wusste ich nicht. Ich dachte, das Spiel wäre nicht so clever. Das Spiel war cleverer als ich. Das ist nicht schwer. Wollte ich gerade sagen, ist nicht wirklich schwer, das zu erreichen. Man merkt sofort. Er hat's von mir geklaut. Das Zimmer nicht. Du hast eine Bibliothek. Ich habe hier ein Schlafzimmer mit Büchern. Das ist ein Unterschied. Hoffentlich brennen die Bücher. Du hast ein Doppelbett. Jo. Mein Kopf dreht sich. Dreht sich mein Kopf auch von außen? Guck mal. Ich guck nicht. Moment. Nein. Nein? Nee. Bei mir auf der Aufnahme dreht sich mein Kopf. Ich bin besessen. Ja, auch meine Arme bewegen sich. Siehst du das? Ja. Du schmeißt Zeug auf mich, danke. Während ich über dir stehe. Jetzt habe ich pinke Wolle hier in der Hand, das möchte ich nicht. Okay, was baue ich denn noch? Was wäre denn jetzt noch eine. Ich baue ein Wohnzimmer und da baue ich ein Fernseher hin und dann baue ich da Boxen hin. die umgeben von der Wand sind. Ja. Nein, das mache ich nicht. Ich muss mir mal was überlegen, aber ich bin halt wirklich unkreativ hoch 10, ey, wenn es darum geht. Vielleicht kriege ich sowas wie Struktur hin, aber. Ich werde jetzt versuchen, eine Küche zu bauen. Dieses. Soll ich bei dir zugucken? Ja. Moment, ich baue mal hier kurz eine Umzäunung. Eine Umzäunung? Um die Treppe, ja, dass man nicht runterfallen kann. Was sind denn die Geräte? Wir machen es einfach mal so. Da. So, Spieler teleportieren. Geräte. So, da hingestellt? Was machst du denn da? Cool. Echt? Ja, ey, hallo, ich wollte aber nur gucken, wie es aussieht. Wie soll denn die Ecke dann stehen? Wie nennt sich das in der Küche? Arbeitsplatte aussehen? Wahrscheinlich irgendwie so leichtes Sandstone. Ja, Sandstone könnte man machen. Und dann da drauf so eine Platte. Genau. So habe ich das ja auch vor. Das war eine schöne Küche. Ja, mit einer Kochinsel. Ich finde eine Kochinsel eigentlich ganz geil, die so in der Mitte ist und dann kannst du da. Da kann ich. Ja, nicht eine Kochinsel, sondern eher wenn. Eine Frühstücksinsel. Obwohl. Wo du halt essen kannst. Wäre natürlich auch cool, ja. Stimmt. Und Sandstone musst du noch hier oben hinsetzen, dann hast du auch Deckel. Nein, ich mach da noch was anderes. Okay.
Hab das alles schon in Planung. Alright. So, aber wollte ich denn jetzt? Wo sind denn die Platten? Hast du Journey eigentlich gespielt? Was habe ich gespielt? Journey. Nein. Nicht? Okay. Nachdem Stefan damals 100% gegeben hat, habe ich es nicht genommen. Die Hä? habe ich gesucht. Wieso? Weil der 100% hast? Weil der 100% gegeben hat, hast du es nicht? Wieso das denn? Was? Hä? Was ist das für eine Logik, ne? Das ist doch gerade erst dann, dass man es halt macht. Ich weiß, ich glaube, Journey kommt auch für die PS4, dann werde ich es mir auch holen. Weil Mhm. das kam, nachdem ich mir die Playstation, nachdem ich meine PlayStation 3 losgeworden bin. Ja, Journey kommt für die PS4, das stimmt. Das wird dann auch gekauft. Und dann mal gespielt. Vielleicht auch ein Let's So. Play, weil alle sagen, es ist echt cool. Und das glaube ich auch. Aber es ist. Ne? Aufhören. Das ist eine Abzugshaube. Ja. Ups, das wollte ich nicht. Lass das. Was denn? Ich habe doch gar nichts gemacht. Natürlich. Du hast die Klappe aufgemacht. Das warst du. So. Und jetzt Ach, hörst Gurke. du auf. Ich wollte da einen Blumentopf draufstellen. Ja, ich baue schon Welche alles ab. Farbe soll denn mein Schrank sein? Welcher Schrank? Der Hängeschrank. Die gleiche wie das unten. Nein. Das sieht Panne aus sonst. Ich hab rosa Wände. Hä, du hast schwarze Wände. Unten habe ich auch rosa Wände. Was hat das denn damit zu tun? Wollte das nur mal gesagt haben. Wah! Nimmst du das? Ja. Bist du gerade drauf? Ja, Okay. die ganze Zeit. Das ist echt schlecht. Da Und fehlt was das. in der Ecke. Machen wir erstmal Moment, ich habe so. auch eine Idee, was ich da Und noch hinhängen jetzt könnte. Schild. Wo ist das Schild? Wo war denn? Was hatte ich denn gerade als. Ne, da ist das Genau. Schild. Was willst du wohin hängen? Yeah! Du kannst auch einen Kühlschrank machen. Machst du zwei hoch und dann klebst du es da drauf. Da ist das Painting. Nee, nicht Painting. Brauche ich ja nicht. Das wäre ein Bild. Ich will ein Schild. Reimt sich, aber ist nicht dasselbe. Guck mal, du hast hier ein richtig geiles Bild hängen. Glaube ich nicht. Doch. Das ist ziemlich cool. Ich mag das nicht. Welches ist es bei dir? Totenkopf. Okay, das ist das gleiche. Kannst du auch da noch eins hinhängen? Ups. Oh, das sah gerade aus wie, als ob es so ein Olivenschrank wäre. Verdammt, warte mal. So, guck mal. Da stehen, nicht Olivenschrank hier, wie heißt es? Ja, Soßen und so ein Zeugs. Olivenöl und Öl und Essig. Der Olivenschrank. Ja, ich hab versprochen. Guck, wie es aussieht. Das ist ganz cool. So. Hörst du auf? Dann baue ich auch das wieder ab. Das möchte ich ja nicht haben. Was gibt es noch für ein großes Bild? Aber Das nehmen wir. Oh, das ist cool. Moment, ich sehe es noch nicht. Donkey Kong. Das passt sogar irgendwie. Ich glaube, ich gehe mal in mein Haus und verteile mal ein paar Bilder an der Wand. So. Nein, falsch. Ich ignoriere schon wieder Andy, der wahrscheinlich weitergebaut hat. Ja, in der Tat. In der Tat. Tatat. Doping für die Haare. Kennst du die Werbung? Nein. Nee? Schade. Cool. Ja, da ist ja dieser Typ. Dieser Wissenschaftler, und sagt dann immer, in der Tat. Ich weiß aber nicht mehr, was vorher gesagt wird. Coole Sache, ey. Also der Andi hat schon. Was drauf? Er hat einen Sinn, er hat einen, wie heißt das, einen Blick für einen bestimmten Stil.
Ach, man kann ja nur eine Eisentür bewegen mit Redstone, ne? Cool, es gibt so ein Bild von dem Creeper, der in der Badewanne sitzt. Hey. Nee, das fuck ich weg. Ich darf nicht so ein Haus bauen, das ist assig. Wo bist du? Du bist. Ah, nee. Oh, hast du hier den Schnellweg zum Bett gemacht? Ja, damit die Frauen direkt runterfallen können. Du musst einfach nur unten liegen. I'm ready. Das sieht aber wirklich. Das ist cool. Das sieht echt aus wie Kühlschrank. Sehr geil. Ja, aber ich krieg's noch nicht gebacken. Mach das mit einer Redstone-Leitung hier oben drauf. Und dann Ja, aber Schalter oben hier drauf will über. ich's nicht. Ja, wo sonst? Funktioniert ja auch nicht. Nein, du machst. Nein, die Leitung musst du da hinsetzen. Ja, das will ich nicht. Oder doch? Ja. Die Leitung und dann hier an der Wand einen Knopf. Dann drückst du den Knopf oben an der Wand, dann geht der Kühlschrank auf. Und jetzt hier, wo das Gemälde hängt, den Knopf. So ein Schalter. Nein, Knopf heißt das. Ja, Das aber wenn heißt ich sogar den. Steinknopf oder sowas in der Art. Ja, aber wenn ich einen Knopf hin tue, dann brauche ich ja noch einen Invertierer drinne, weil die ist ja momentan auf. Und wenn sie an, wenn Redstone an ist, Nee, du machst das ja dadurch geht sie an. zu. Aber man kann keinen Knopf da hinsetzen. Auf Wolle wahrscheinlich nicht. Auf Wolle kann man sicherlich keinen Knopf dann hinsetzen, Achso, aber. man braucht auch, um Redstone zu zünden, brauchst du auch, glaube ich, eine Fackel. Ja, das ist natürlich. oder so. Ja, machst du zu? Nee, setz es doch hin. So. Was machst du denn? Monster plant was. Okay, lassen wir den in Ruhe. Nee, das funktioniert nur so. Direkt zu meinem Haus. Jetzt will ich ein paar Bilder aufhängen. Aber Die so finde ich eigentlich ganz funktioniert's. cool. Die Gemälde. So. Dann kommt das hier hin. Wenn man hier sitzt, kann man auch Kunst begutachten. Kunst begutachten. Ja. Kannst meine Kunst begutachten? Ich möchte gerne dieses Creeper-Bild haben, wo der in der Badewanne sitzt. Das ist so cool, das Bild. So, habe ich auch da. Und Das muss auf der Höhe sein. Das ist doch scheiße. zumindest sieht es aus, als würde er in der Badewanne sitzen. Irgendwie ist das alles blau und. Ups, nein! Hast du gemacht? Ich habe einen Holzblock abgebaut, den ich nicht abhauen wollte. Ist ja zu. Okay. Alles klar, ich. Mir fällt echt nichts mehr für die Hütte ein. Vielleicht kann ja jemand von den Usern was sagen. Einen Vorschlag machen, was man da machen könnte. Das Elend kann keiner mehr retten. Ohne Witz. Schade eigentlich. Didit, didit. So, das geht. Und jetzt geht das so. Wa hä? Das war doch eben an. Oder? Das leuchtet doch. Oder leuchtet's nicht? Nein. Wieso leuchtet das nicht? Wieso ist sie nicht angeschaltet? Dann muss hier noch einer hin. Du hast aber ein Loch Bist in der du? Wand. Und jetzt muss. Jetzt ist er an, oder? Ja. Ja. Ja, und dann? Unten. Das geht aber nicht mehr, ne? Das war mir. Ja, das. Ist unterbrochen da.
Ja, aber rein theoretisch müsste es doch. Ja, natürlich, ich Idiot. Och, Idiot. So einfach. Das, genau das wollte ich, da bin ich aber gerade nicht drauf gekommen. So. Und schon funktioniert's. Ja, wie machst du den auf? Den will keiner aufmachen. So, ich dachte, du wolltest ihn aufmachen. Warum hast du nicht einfach die Tür daran gepappt? Das geht nicht. Oder mach's mal. So, zack. Setz mal eine Eisentür dahin, sodass sie dran geht. Ach. Locker, ne? Steuerung aus der Hölle. Die Eisentür steht auch da, die kannst du auch nehmen. Steht davor. Achso. Du kriegst sie nicht mal hin, so wie ich sie hinbekommen habe. Ja, aber wie steht sie? Achso, ah, ich hab keine. Willkommen. Tada. Nein, warum kriegst du das hin? Warte, kann ich auch noch mal hinkriegen? Tada. Da steht noch eine. Ich bin gerade echt baff, ne? Da rechts, gucke. Holz. Steht noch eine. Ich kann sogar noch eine reinmachen. Ja, ich. Tütz. Tütz. Gucke. Da ist jemand gefangen. Ich weiß nicht, was dein Problem war. Ich glaube, du hast ihn Ich einfach weiß auch gar aktiviert. nicht, was mein Problem ist. Und maybe. Scheiße. Na gut. Aber was mir sowieso gerade auffällt, dass ich die noch um eins versetzen muss. Was hast du denn hier drauf gesetzt? Was ist das denn für eine Platte? Was wo? Hier? Hey! Hä? Warum hast du die weggemacht? Weil es nicht aussieht wie hier. Was ist das Ja, für ein. Hä? das ist eine einfach eine so ein Holzbrettchen. Ach so. Boah, du hast aber echt eine Imagination, du. Fantasie. Wie hast du das denn jetzt dran gesetzt? Hä? Wo ist denn Andreas? Der ist irgendwie weg. Ich komme hier nicht rein, ich bin zu blöd. Kannst du mir sagen, wie du die Tür hingesetzt hast, dass es ging? Rückwärts dran stellen, auf den Boden gucken, auf das Feld stellen, auf dem du stehst. Ja, wo ist denn Andreas? Bin ich jetzt voll deppert? Ich finde ihn nicht. Wir haben ihn mit unserem Geschwätz verkrault. Hä? Moment, ich teleportiere mich mal zu ihm. Hey. Er reitet auf ein Schwein! Wo ist er denn? Weiß ich nicht. Warte, ich muss mal kurz hoch. Ah. Wo ist denn. Ach, er ist bei meinem Haus. Und er reitet mit einem Schwein um mein Haus. Oh Hat nein! er sich einen Sattel geschnappt, oder wie? Ich Ja, weiß. Ja. genau. Du brauchst auch eine Mohrrübe mit einer Angel. Aha, da. Und er kann das Schwein lenken. Ich glaube auch, er ist von außen zumindest schon mal Er ist mit fertig. dem Schwein in die Lava. Er hat's geopfert! Er hat's geopfert, oh mein Gott! Das ist eine satanistische Vereinigung hier. Unglaublich. Da ist auch ein Toter oben. Ich sehe es. Das ist ja echt heftig. Hat eigentlich den Andreas schon mal einer gesehen? Vielleicht ist es ja. Vielleicht. Wo ist er? Da müsste irgendwo rumlaufen. Wo ist er? Da hinten. Vielleicht ist Steht es ja wie jemand. bei Futurama, da ist ja auch der Weihnachtsmann und Nikolaus der Böse. Ja. Und so bist du's. Ja. Das ist deins. Ja. Nein, das steht neben deinem Haus. Ich habe das irgendwie immer noch nicht hinbekommen, ne? Was denn? Der Tür. Mit der Tür?
pass auf. Von dem brauche ich erstmal Dschungel. Dschungelwut? Wieso steht die Tür da oben? Wo ist Dschungelwut? Da ist Dschungelwut. Oh, hä? Nee, ich will kein. Pass auf, ich erklär's dir. Stell dich mal jetzt daran. Nein, du fliegst gerade drüber. So, jetzt gehst du mit dem Rücken komplett an die Wand. Ja. Guck auf den Boden und setz es mal jetzt. Zack. War zu einfach. Gut. Und wie können wir das jetzt? Wir sind jetzt mit der Zeit eigentlich wieder am Ende. Ja. Schon ein bisschen wieder überzogen. Eigentlich wollte ich es nicht so lang machen, aber ein bisschen zu viel gemacht. Wir sind wie bei Wetten, dass. Wenn Wetten, dass sowieso schon aufhört, können wir weitermachen. Wenn wir überziehen zumindest. Und ja, danke vielmals, dass du da warst, Andreas. Du kannst auch ein bisschen weiterbauen. Ich lasse den Server wieder laufen, wie immer, dass ihr das noch zu Ende machen könnt. Und ich würde einfach mal sagen, man sieht sich ja beim nächsten Mal mit einem neuen Gast und neuen Geschichten bzw. neuen Katastrophen. Und mir. Also im Grunde war ich die Katastrophe. Habe ich das damit gesagt? Ja, alles klar. Oh, ich bin aber auch ganz schön müde, ne? Ist ja auch schon ein Viertel vor. Nein, nicht... Was? Hast du schon mal auf die Uhr geguckt? Ja, ist doch Viertel vor. Also klar, dann, du hast dich wieder hingesetzt. Jetzt hat er sich... Jetzt gibt er an. Nee, das ist nicht hinsetzen, Jungs. Nee, das kann... Hinsetzen kannst nur du. Ich weiß nicht, warum ich mich hinsetze. Ich versteh's einfach nicht. Ich auch nicht. Er setzt sich jetzt auch gerade nicht hin. Einfach... Ah, da ist... Gucke. Alles klar. Bis denn. Tschö. Tschüss. Und auch von Andreas. Tschüss. Tschüss.